Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Es Reiter und wir sind in einer neuen Vorschau. Territory Nummer 2 haben wir da. Und ja, letztes Mal hatten wir ein New Game gemacht. Wir hatten hier einmal Rabbit und jetzt gucken wir mal Stronger Than You. Easy and small map designed for new players to get familiar with mutations and fights. This is a scalar game you should play. Okay, da geht's um Bäume. Aha, I have at least 120 animals. Kill at least 50 animals. Und das erste war Small Size Map. Okay. Ja, dann müssen wir uns das mal angucken. Text leider immer noch nicht repariert. Also ich habe noch nicht die Lösung dafür gefunden. Ich habe zwar schon was eingestellt gehabt, aber das hat auch nicht gefruchtet. Müssen wir mal nach dem Intro gucken, wie das Spiel so zu sehen ist, was wir da machen können. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Stronger Than You. Ja, hier sehen wir leider nichts. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen oder nicht. Hier wird auch nichts angezeigt. Hier steht wahrscheinlich, dass wir die Animals machen müssen. Und das Ganze machen wir mit Start Map. Stronger Than You. Irgendwas wird hier stehen. Ich habe keine Ahnung was. Jetzt passiert hier gerade nichts. Okay, das ist weg. WASD. Wir sind hier wieder die Rabbits. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir da jetzt gegen die Kühe kämpfen. Oder was sind das für welche? Then and its territory. Ja, das kennen wir ja alle schon, ne? Next previous. Close machen wir erstmal. So, ja, wir müssen jetzt eigentlich nur... Genom, Protect. Okay, jetzt haben wir hier mal Genom auf Rabbits. Genes are divided into six territories. Each gene consumes specified amount of points. Okay, jetzt ist die Frage, was wir hier machen können oder nicht machen können, ne? Wir brauchen dafür wahrscheinlich erstmal welche, ne? Die wir hier sowieso nicht haben, schätze ich mal. Escape. Irgendwo müssen wir die ja herkriegen, diese Punkte dann, ne? Details, Animals died and actions, ist klar, kennen wir auch, dass die sterben, ne? Die müssen zu essen haben. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir wieder die Basic Controls. Nee, ich glaube, wir können das disablen, oder? Da oben sind Hühner. Hier sind Bären. Da gibt es auch ganz viele Pilze. Bei uns gibt es keine Pilze. Hier gibt es auch Bären, aber anderer Form wahrscheinlich. Und Äpfel. Und Bieren. Und hier laufen auch schon so Schatten rum. Keine Ahnung, was es mit denen auf sich hatte. Da ist ein kleiner, da ist ein großer. Wir sind hier. Futtern wahrscheinlich hier die Sachen alle. Big Rate ist bei 600. Wir nehmen gerade Plusfahrt auf. Hier kann man sehen, wie gut und schlecht es denen geht, oder? Leider kann ich das nicht lesen, weil es zu schnell weg ist. Und Young, Adult and Old. Da steht wahrscheinlich Happy, ne? Strong. Normal und Hungry, okay. Ja, achso, da kann man, wenn man da draufklickt, dann wandert der hin und her. Keine Ahnung. Leider kann man da nichts sehen. So, hier wollen wir die Form unseres Den einstellen. Wir haben jetzt noch nicht ganz so viele Punkte. Jetzt müssen wir nachher mal überlegen, ob wir, ich glaube, wir expandieren nach hier, wenn, ne? Sieht für uns besser aus wie nach da oben. Da sind ja die Chicken, obwohl wir die letztes Mal irgendwie auch besiegt haben, vielleicht, ne? Müssen wir nochmal gucken. Ja, kämpfen müssen wir ja auf jeden Fall, weil war ja so, dass die, ne? So, jetzt können wir Migrate machen. Kann
kann man hier, wo ist hier eine freie Fläche? Wo ist mein Pfeil da wohl? Ich mache den mal hier hin. Select all, select none, migrate. Ich mache das so, wie es ist. Jetzt laufen da welche rüber. Das ist ungefähr die Hälfte, will ich hoffen. Die Bats sind schon hier in der Ecke. Okay, die essen uns ein bisschen was weg, würde ich sagen. Ne? Aber da müssen wir halt kämpfen, wenn es sein muss. Migrate 900. Hier sind wir jetzt angekommen. Na, nicht ganz alle. Einer fehlt noch. Der ist aber jetzt auch angekommen. Der ist schon alt, ne? Der wird wahrscheinlich sterben, oder? Kurz oder lang. Kann das sein? Ich denke mal ja. Oder er hat Hunger und müsste jetzt essen und tut er auch. Okay, farblich ändert er sich nicht. Ich schätze mal, dass die grauen, dunkelgrauen sind wahrscheinlich ältere. Okay, die sind hier gewachsen. Wir müssen gucken, dass wir hier... Oh, wir werden hier überlaufen von diesen... Wer sind denn das? Kann man das sehen? Deers, also... Rehe, ne? Oder was sind das? Oder, ja. Gnome. Grass. Kann ich hier irgendwas tun? Nee, irgendwie sieht das nicht danach aus, dass ich hier was tun kann. Also wenn ja, aber ich würde was kaputt machen vielleicht, aber ich mach's mal nicht. Also hier sieht so aus, was die essen, ne? Könnte man vielleicht... Ah, das sind Hühner und das sind Bats, die das essen. Die essen Insekten und die essen Früchte und Beeren und wir essen wahrscheinlich Gras. Nee, das will ich jetzt nicht removen. Hier kann man Zähne machen, Orientierung, Slide, da können die was sehen, hier können die sich verstecken. Jumper, also das sind springende Tiere, hier sind sie schnell. Ich glaube, wir brauchen dafür auf jeden Fall irgendwelche Punkte, die wir nicht haben. Details. Ja, leider kann man hier nichts. Doch, hier kann man etwas lesen mit 100%. Das ist einfach nur die Farbgebung schlecht wahrscheinlich. Low Grass. 100%. Ich glaube, das ist das Problem der Anzeige. Die Schriftart ist da, aber wird falsch angezeigt. Gut. Zum Migrieren brauchen wir 900 Punkte. Invade können wir machen oder Protect. Hier sind ja jetzt ganz viele Deers, aber gegen die hätten wir ja auch eher weniger eine Chance, ne? Die Bats, da wären wir schon eher da, ne, dass wir die mal hier rauskriegen würden. Aber es sind gerade keine da, die haben sich woanders verkrochen. Die Bären kommen jetzt schon hier rüber. War noch Biers, ne, oder? Ne, Bibers. Biber sind das nicht Bären. Das sah aus wie Bären, sind aber Biber, okay. Naja. Die Hühner sind da oben, breiten sich nach hier aus. Ich weiß nicht, ob wir gegen die Dingens hier Biers eine Chance hätten. Also die Bats könnte ich mir vorstellen, dass wir die schlagen können, ne? Die Biber sind da überall, ne? Ich glaube, wir müssten mal was tun, damit das hier passiert, oder? Produce. Produces mutation points per day. Aber ich sehe hier leider nichts. Ja, das ist ein bisschen schlecht, ne, dass diese Farbgebung für dieses Spiel dann hier so schlecht bei Linux ist. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben 49 Häschen, 436 ist das. Population wächst gerade. Irgendwie höre ich gerade was. Als ob es regnet. Ja.
Also hier ist mit Essen jetzt knapp, wie man sieht. Ist schon alles abgegrast. Hier sieht es ähnlich aus. Da ist wenig da. Na, hier sieht man, da wächst gerade was ein bisschen wieder. Und hier auch und da auch. Wir müssen gleich unseren Dingens hier hinsetzen, unseren Fokus. Wollen wir da vielleicht noch was kriegen. Ist das einer von unseren gewesen? Ja, ist wohl. Der ist gestorben, ne? Läuft, ist. Eating. Da wächst er, okay. Bringt tut mir das hier jetzt gerade nichts, oder? Und der mag Gras, ist klar. Tiers mögen auch Gras, okay. Was machen die? Ach, die essen auch die Büsche. Und, ach, wir essen auch hier Früchte von den Bäumen wahrscheinlich. Geht also. Den of Rabbits, oder? Das ist nur in unserem Bereich. Kann auch sein. Sieht wohl so aus. Weil ich weiß nicht, dass Hasen Bäume essen, sondern wahrscheinlich nur die Früchte darum. Das könnte vielleicht klappen. Oh, die Rabbits haben hier schon drei. Krass. Wir müssen gleich hier irgendwo unser Ziel setzen. Unser. Wie viel haben wir denn hier drin? Kann man das irgendwo sehen? Nicht wirklich, aber wir sind gerade mit der Population auch runtergegangen. Wir hatten schon 50, jetzt sind wir nur bei 40. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Steigerungsrate ist gerade gut. Hier sieht es ein bisschen mauer aus, kann das sein? Hier sieht es besser aus. Da sind, glaube ich, mehr Häschen drin, ne? 785, da fehlen noch ein paar Punkte. Sechsundvierzig Tage, wir können ja mal hier auf 1 stellen. Ne? Also ich werde gleich diese hier nehmen, glaube zum Den of Deers are migrating to Den of Deers 2. Okay, die haben sich da fortgepflanzt. Wir haben die Möglichkeit zu migrieren und sollten das jetzt nutzen. Und ich würde es hier machen wollen. Zack. Für 900 sollen die da von da unten nach da oben gehen. Ich hoffe, das klappt so. Hier gibt es auf jeden Fall Wiesen zum Essen. Das ist wichtig. Oh, was machen die denn jetzt hier? Das ist unser Territorium. Protect. Fight. Select all. Gibt keine. Select none. Da haben wir wohl zu wenig Leute zum Kämpfen, ne? Können wir denn was anderes außer Protect Invade machen? Kann ich das machen? No Dent selected. Geht wohl nicht. Protect. Geht da auch nicht. Nee. Nee, den wollte ich nicht. Protect wollte ich mal, aber ich glaube, da haben wir keine Chance, ne? Ich kann niemanden auswählen, weil wir gar nicht genug haben, oder wie ist das? Aha, da müssen wir was machen. Mit dem Essen machen. Dafür müssen wir hier was machen. Können wir denn hier was machen? Das ist die Frage. Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Ich glaube, das geht nicht. Okay. You can't attack Den of Deers unwilling Den of Beavers. Okay, die gehen hier hinten hin. Eine Invasion läuft hier. Gibt es nur den einen hier, oder? Da sind die Beavers. Und da kommen die Deers hin. Verstehe ich nicht, aber naja. Können wir denn hier noch was machen jetzt oder nicht? Sieht nicht so aus.
Den auf diese Invading Den of Beavers 1, okay. Beavers 1 Invading Den of Deers. Invading. Hier sehe ich aber jetzt nichts, dass hier irgendwelche Biber rüberkommen, oder? Doch da. Ach, da ist einer. Ja, ja, okay. Nee, kann ich nichts machen, ne? Invade geht nicht. Protect geht wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Nee. Weiß nicht, wie es geht, sorry. No then selected. Dann selected. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Move. Geht auch nicht. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Details haben wir hier. Die laufen wohl alle bei uns rum mit. Den of Rabbits. 100%. 9% sehe ich hier. 1,13, das sind also diese. Ja, schade, ne? Was haben wir? 1100, wir brauchen 1200. Okay, die haben wir jetzt erreicht. Jetzt können wir wieder Migration starten. Müssen wir nur mal gerade gucken, wo das Essen meiste ist. Wahrscheinlich hier, ne? Da geht's, dann machen wir das doch, ne? Migrate. Jetzt gehen die alle dahin. Jetzt haben wir was falsch gemacht wahrscheinlich. Weil wir haben alle weggeschickt, ne? Das war nicht so eine gute Idee, glaube ich, oder? Kann ich jetzt einen Find Den? Der gehört zu dem, ja. Aber ich müsste... Dieses Den habe ich jetzt verlassen, ich hält, oder? Ah ne, es gibt noch welche. Okay, unsere Population nimmt ja zu, ne? Wir haben jetzt 70, aber... Den wird sein, mit into Den of Bed 5, okay. You can't attack because you have less than 3 warriors, okay. And wait. Mir fehlt das Essen. Irgendein Essen fehlt mir dafür. Schade, ne? Remove, insert, da geht nix. Ich habe hier auch keine Punkte, die ich jetzt nutzen kann, oder? Leider nicht. Hier gibt es Blut. Ah, okay, da kann ich was einstellen. Hier kann ich die Geburtenrate wahrscheinlich erhöhen. Okay. Hier der Bewegungsraum vielleicht. Hier die Verdauung. Catching prey and escaping predator. Was ist das hier? Okay, wie viel die Dingenslebewesen essen können. Ich weiß aber nicht, wofür es gut ist, ne? Hier können wir die Geburtenrate erhöhen. Ach, guck mal, dann wird hier was frei oder nicht frei, ne? Kann das sein? Ah,
Ah, geht jetzt nicht. Okay. Immunität steht da. Jetzt habe ich das removed. Fast Growth, Insert. Jetzt geht das. Jetzt wachsen wir schneller. Die Frage, was da passiert oder nicht passiert. Jetzt die Hasen kriegen jetzt lange Ohren oder was? Ah ne, die haben sie ja schon. Den of Hedgehogs was destroyed. Den of Birds was destroyed. Okay. Uns lassen sie irgendwie in Frieden, ne? Momentan. Ich kann das nicht attacken. Hier habe ich keine Warriors wahrscheinlich. Select all und fight geht nicht. Ich müsste irgendwelche Leute ausbilden sozusagen, ne? Den of Rabbits was destroyed. Irgendwer hat mich zerstört. Da. Das ist nicht gut. 411, wir brauchen 1200, um das zu machen. Schade, ne? Sieht irgendwie gerade nicht so erfolgreich aus. Minus. Konnte man hier gerade sehen, ob der zufrieden ist oder nicht, oder wie. Love Grass. Die ist nur Klee. Ja. Na, guck mal, der ist sehr zufrieden hier eigentlich. Wenn er genug zu essen hat, dann wachsen sie wahrscheinlich, ne? Jetzt ist er gleich voll. Hat sich hier gerade dieses Gesicht geändert, oder? Okay. Würfelt er gerade. Den of Hedgehogs are invading, den of Bats. Den of Bats da auch nochmal. Great, 1200 Punkte brauchen wir dafür. Wir haben hier eine Basis. Da ist aber Gras schlecht, ne? Frösche gibt es hier auch, oder was? Ich sehe keine Frösche zurzeit. Hedgehogs sind hier. Irgendeine Tierart hat sich wohl verändert, dass es quakt. Den of Bats, und den of Bats 7, okay. Ja, schwierig, ne? So, wir können hier migrieren. Und machen wir mal hier, oder? Select, migrate. Jetzt haben wir wieder da unsere Stelle geholt. Kommen da jetzt alle hin. Die Hedgehogs greifen die Bats an. Hier ist wuselig viel los, ne? Hier sind wir so am meisten. Die Hühner sind jetzt auch noch nicht. Die sind zwei. Wir migraten hier eigentlich am besten mit, ne? You can't attack space when you have an... Ich muss erstmal irgendwie meine Gene verändern, aber wie? Kann ich nicht? Hier, das ist die Migrationsentfernung, die man da einstellen kann.
Remove gehen haben wir jetzt gemacht. Fast. Jumper, Sprinter. Sick. Fruits. Kann ich nichts hinzufügen. Insekten kann ich auch nicht hinzufügen. Remove gehen. Ne, will ich gar nicht. Ich will ja das Gras weiter essen. Aber was kann ich tun? Da kann ich auch nichts hinzufügen. Da kann ich es nur wegmachen. Hier kann ich es hinzufügen. Das hatten wir aber schon. Was war das hier? Agilität. Predators. Ja, okay. Aber hier kann ich nichts. Kein Select. Und ich habe keine kampffähigen Rabbits. Ja, leider ist es jetzt nicht so prickelnd, was wir hier sehen. Ich müsste es schauen, dass wir das irgendwie mit dem Text hinkriegen, dass wir hier mehr sehen, was da Sache ist. Und ja, hier steht irgendwas von 28, hier steht was von 12 oder 17. Ich glaube, es ist eine 12. Number of food in territory, tiles in territory. Ja. 100%? Was ist 100%? Aber wie wir gestorben sind. Das sind auch 100%. Gegessen, oder was? Ich kann jetzt hier auch nichts anderes anwählen, oder so, ne? It is you. Da kann ich auch nichts machen. Ja, diese Statistiken kann man leider nicht einsehen. Ich weiß auch nicht mehr. Hedgehog, you can attack species. Okay. Move. Can't move to the den of different species. Ach so, dann kann ich welche. Ah. Select all. Select none. Dann kann ich jetzt welche nehmen und die rüberbringen. Es ist aber kein Fighter davon. Hier sieht man, wie Satze wohl sind oder so. Das sind die Ältesten und das sind die Jüngsten. Move. Die gehen jetzt dahin. Aber was die da gemacht haben, keine Ahnung. Invade. Can't move to the end. No den selected. Nee. Einen einzelnen wollte ich jetzt nicht angepackt haben. Fast. Nee, das ist. Ich habe nichts gesammelt, es geht nicht voran, ne? Bed 4 is protecting its territory. Ist das hier Bed 4? Kann man es irgendwo sehen? Nicht wirklich, ne? Ja. Wir haben 4 Dents, aber. Bringt uns irgendwie nichts, ne? Der Grund, warum die gestorben sind. Aber ich kann es nicht sehen. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir machen hier einen Cut. Hat uns jetzt so nicht so wirklich weitergebracht. Irgendwie ist es ja niedlich, das Spiel, aber wenn man nicht lesen kann, was da steht und wenn man nicht weiß, wie das Spiel richtig funktioniert, dann ist das schon eine Schwierigkeit, ne? Ich werde mal schauen, ob ich da noch was hinkriege. Wir haben jetzt hier irgendwie 99 Leute. Ich glaube, irgendwann ist, was braucht man, 120 Animals. Aber wir mussten auch 50, glaube ich, der anderen geschlagen haben. Und das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, unsere Schwierigkeit, die wir sowieso noch haben, ne? Weil irgendwie können wir ja nicht Invade machen oder sowas.
Weil ich da gerade wieder nicht weiß, wie ich es gemacht habe. Und Protect geht nichts. Ich kann keinen auswählen, also kann ich auch nicht protecten. Migrate ist dann irgendwann möglich. Wir haben gerade ziemlich viele Häschen da. Obwohl gerade auch wieder runter geht. Und ja, wir müssen gucken, wie wir da vorankommen. Ich weiß es aber gerade nicht, ne? 1200. Jetzt sind wir bei 76 hier mit den Häschen, Feld. Ja, die Chicken haben sich jetzt wieder auch eins hier verbreitert, wahrscheinlich. Ah, da ist einer mehr geworden. Mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Wenn wir auch die 1,5 gleich haben, aber das bringt uns vielleicht auch nicht so ganz so viel. Okay, ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Falls sich einer mit dem Spiel ein bisschen auskennen sollte und da was weiß, dann schreibt gerne einen Kommentar drunter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.